guten Tag aus Berlin. Und was ist denn das mal wieder für eine Show zum Thema Grundrente? Ja, da haben sich also die große Koalition, CDU, CSU, SPD, ist mal wieder fleißig an der Selbstbeschäftigung dran zu einem Projekt, was vollkommener Blödsinn ist. Da kommt mal wieder die SPD mit einem Wahlkampfthema. Sie haben ja schon viele Wahlkampfthemen irgendwie durchgebracht, irgendwie so gut klingende Gesetze, die aber gar nichts bringen. Paketbotenschutzgesetz, was faktisch die Paketboten überhaupt nicht schützt, sondern nur ein paar zusätzliche Beiträge für die Krankenversicherung eintreiben soll. Oder was weiß ich, das gute Kita-Gesetz, was vollkommener Blödsinn ebenfalls war, von Giffey und Konsorten. Und jetzt kommen sie eben mit der Grundrente und bestehen auf ihre Grundrente. Klingt ja erstmal gut, also ein ehemaliger Angestellter, eine ehemalige Angestellte, meistens geht es ja um Frauen in diesem Aspekt, also die SPD versucht Frauen für sich zu gewinnen, soll eben, wenn lange Zeit wenig verdient worden ist, eine Aufstockung auf die Rente erhalten, die die Allgemeinheit zahlt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, nee! Das Ding kostet 3 Milliarden Euro im Jahr mindestens. Das sind also in 10 Jahren 30 Milliarden Euro und das sind in 10 Jahren sogar mehr. Denn das, was passiert, ist nämlich, dass das Geld auch noch aus dem Beitragstopf entnommen wird. Das bedeutet, jeder Rentner in Deutschland kriegt weniger Rente, wenn die Grundrente kommt. Das ist die Wahrheit. Die, die viel gearbeitet haben, die fleißig gearbeitet haben, kriegen entweder weniger Rente oder sie kriegen eine langsamere Erhöhung der Rente. Und nur weil sich die SPD einbildet, dass sie wieder irgendein Wahlkampfthema durchsetzen muss. Und man stellt sich schon langsam die Frage, haben die überhaupt noch Lust auf ihre große Koalition? Haben die überhaupt noch Bock? Haben die überhaupt noch das Interesse, irgendwie was für Deutschland zu tun? Also bei Angela Merkel hat man ja nun wirklich Zweifel. Die fährt nach Indien und gibt dort mal eben 1 Milliarde Euro aus, deutsches Steuergeld, um dort die Umwelt zu schützen. Gut, kann man sagen, es ist immer noch effektiver als Umweltschutz, 1 Milliarde in Indien da rein zu investieren, dass die ihr Plastik nicht in die Flüsse kippen. Aber ehrlich gesagt, Indien ist dafür den Umweltschutz zuständig und nicht Deutschland. Ja? Und Deutschland kann Umweltschutz hier betreiben, kein Klimaschutz, Umweltschutz, und kann gucken, dass wir unsere Wälder in Ordnung haben, kann gucken, dass wir unsere Felder in Ordnung haben, kann gucken, dass wir nicht überall Windanlagen hinstellen und Solaranlagen, wo die Bienen aussterben, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Ja, das ist Umweltschutz, wo man eigentlich mal betreiben könnte, aber nein, Merkel tummelt sich lieber in Indien und schweigt zu innenpolitischen Themen. Und dann wird sie ja innerhalb der Partei schon angegriffen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja bei einem Vortrag so geäußert, dass sie auch eine Gegenkandidatur nicht scheut, wenn jemand meint, sie abwählen zu müssen. Also sie ahnt schon ihr eigenes Misstrauensvotum voraus. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das zeigt halt auch einfach, wie desolat die Personalpolitik einer Angela Merkel in der CDU ist. Aus AfD-Sicht muss ich mich da natürlich bedanken. Also eine schlechtere Parteivorsitzende als Annegret Kramp-Karrenbauer hätte die CDU für uns gar nicht finden können. Und ich meine, die SPD ist ja auf dem besten Wege, es dann gleich zu tun. Da gibt es ja noch zwei Spitzenduos, das eine mit Olaf Scholz und das andere ist völlig unbekannt. Aber bei der SPD muss es ja ein Duo sein, denn man muss ja unbedingt quotieren und irgendwelche Frauen in Positionen hieven, völlig egal, ob sie kompetent sind oder nicht. Also bei der SPD spielt der Kompetenz keine Rolle, sondern nur irgendeine Zuordnung zu irgendeiner Gruppierung, die man dann entsprechend bevorzugt oder benachteiligen kann. Das ist SPD-Politik im Jahr 2019 und sie muss sich eigentlich nicht wundern, dass sie dafür nicht mehr gewählt wird. Wir sind also in einer Debatte um die Grundrente und die ist verschoben worden. Heute wollten sie ursprünglich eine Presseerklärung oder irgendwie ihr Konzept vorstellen, aber sie sind sich halt noch nicht eins, wie das aussehen soll, und es ist auch nicht zu erwarten, dass es diese Einigung wirklich gibt, es sei denn, sie ist schlecht. Die CDU will ja nicht, dass irgendwelche Leistungen dann sozusagen unabhängig von der Bedürftigkeit getroffen werden. Aber wenn wir immer alles von der Bedürftigkeit abhängig machen, dann sieht es auch so aus, dass tatsächlich diejenigen, die kein Vermögen haben, denjenigen bevorzugt werden, die Vermögen haben. Ja? Und dass sozusagen immer mehr die Leute reingetrieben werden, im Prinzip nicht vorzusorgen, im Prinzip keine Immobilie sich anzuschaffen, nicht zum Wohlstand beizutragen, indem sie auch ihr Vermögen mehren, sondern indem sie sagen, naja, wenn ich kein Vermögen habe, geht es mir besser, da kann ich harzen und danach kann ich die Grundrente kriegen. Und das ist, glaube ich, kein Politikstil, der in Deutschland die Leute zur Leistungsbereitschaft treibt.
sondern die Politik, die eigentlich Leistungsbereitschaft fördern würde, das wäre, indem ich diese ganzen Sozialleistungen insgesamt ein bisschen zurücknehme, mehr als solidarische Hilfe gestalte und damit eben auch die Steuerlast und die Sozialversicherungsbeiträge senke. Denn wenn ich natürlich die Hälfte meines Einkommens allein an den Fiskus zahlen muss, dann lohnt sich es vielleicht nicht mehr zu arbeiten. Ja, ist doch vollkommen klar. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit den Nebenkosten runterkommen und das geht nur, wenn wir die Ausgaben senken, weil das bedeutet, wir müssen an die Ausgaben ran und das tut natürlich weh bei den ganzen ideologischen Projekten, aber das ist halt nun mal so. Und das wäre das einzige Ziel, das wäre die einzige richtige Antwort auf diese ganzen blödsinnigen Debatten um die Grundrente. Aber man führt natürlich mal wieder Nebeldebatten, um vom eigenen Problem abzulenken. Und das eigentliche Problem, das ist die absolute Inkompetenz dieser Regierung. Sie ist inkompetent in sozialpolitischen Fragen, sie ist inkompetent in umweltpolitischen Fragen, sie ist inkompetent in europapolitischen Fragen. Übrigens, lustigerweise hat das Norbert Röttgen selbst bemerkt. Da hängt man sich nämlich nur an Macron ran und ansonsten passiert gar nichts. Und sie ist völlig inkompetent in außenpolitischen Fragen. Diese Regierung ist völlig inkompetent und ich schlage einfach vor, dass sie geschlossen zurücktritt. Schöne Grüße aus Berlin.